ganze Bauernschaft ist ja da. Hast du eigentlich Nacktfotos von deiner Frau? Nacktfotos? Von der Amelie? Na, wieso? Da magst du welche Kaffer von mir. Ab und zu mal die Sicherung zu erklären. Ja, dann der Hut! Das Unheil naht. Ich wollte der Fahrer machen. Zusammenreißen durch hier. Ich bin klar, neue Tissin. Genug Jesus Christus. Liebe Terren haben. Hi, lieber Magnus. Schön, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Ich grüße dich ganz herzlich. Meine liebe Schwester Clara. Vielen herzlichen Dank. Ich grüße auch dich und alle deine Gäste, die hier. Ich habe noch zwei Brüder mitgebracht. Bruder Romulus, Bruder Remus. Bin ich schon immer kurz auf. Wir haben zusammen den Weg gemacht. Romulus und Remus. Zwei heidnische Zwillinge von einer Wölfin gesäugt wurden. Die meisten von ihnen dürfen ja so viel kennen. Das ist Freibier für alle. Nicht mein Anteil. So gut, dann eben nicht. Aber morgen Abend, da gibt es wieder Boxspuk, Freibier. Unser Bürgermeister! Schwester Erika, die liegt wie tot im Bett. Wie? Tot? So gut wie? Guck mal, der abgerissene Zettel lag auf ihrer Bettdecke. Liebe Gemeinde, dann würde ich vorschlagen, dass wir doch nochmal, ja, also alle miteinander anstoßen. Ja, zum Glück. Was ist denn das für ein Gesöff? Das brennt ja schlimmer als Höllenfeuer. Also, die Nonne, die sowas getrunken hat, die muss einen Saumwagen haben. Mein lieber Schwan, hoffentlich ist der Gesang besser als der Wein. Also, liebe Gemeinde, ich möchte euch bitten, euch zum kurzen Tisch die Elfenbeinplätze zu erheben. Die Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Timus confirmet, corpus et animam, Bersabe et vinum bonum, Dei donum. Amen. Amen. So, ihr dürft jetzt wieder Platz nehmen.